Kapitel 4: Der Bulle an der Grenze. Ich bin beunruhigt über unser Bündnis mit diesem Edwin Blackfly. Die Burg, die er mir gegeben hat, liegt an der Grenze und einer der ältesten Feinde des Landes lauert im Norden. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold 2. Und wir befinden uns immer noch auf dem Weg des Krieges und beginnen heute mit Kapitel Nummer 4. Und ja, genauso wie unser Hauptcharakter Matthew Steele bin auch ich, ja, nicht gerade ein Befürworter des Bündnisses mit Sir Edwin, den wir in der letzten Folge gemeinsam mit Sir William aus der Burg von Lady Saren befreit haben, die William dann noch gewarnt hat, dass Sir Edwin ein Verräter ist. Und von dem, was ich von dem Jungen so aus der friedlichen Kampagne weiß, scheint das nicht so unwahrscheinlich zu sein. Und die Burg, die er uns gegeben hat, er hat uns ja auch den Titel verleiht. Wir sind jetzt auch ein Sir, ein Ritter, und Truppen wollte er uns auch geben, aber die Burg scheint anscheinend hier in einer, ja, relativ prekären Lage zu sein, denn einer der ältesten Feinde des Landes lauert im Norden und ich bin mal gespannt, wer dieser Feind sein wird. Aber ich denke, wir werden das trotzdem hier meistern können und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe hier viele Aufgaben. Sir Richard Grey kämpft seit über 10 Jahren in den Grenzgebieten, loyal, aber ohne Hoffnung auf Sieg. Die Lakaien des Bullen halten ihn in seiner eigenen Burg gefangen. Sir William hat den Norden erkundet und berichtet Schreckliches. Bruder Jakobs Mönche haben die Reliquie beschafft, doch sind sie nun von Wölfen eingekreist und benötigen Hilfe. Banditen aus einem Lager westlich von hier rauben unsere Ländereien aus und treiben ihr Unwesen. Ich werde mich darum kümmern müssen. Und schließlich der Hauptgrund für meine Anwesenheit hier. Angus MacLeod selbst. Den Bullen aus seiner Burg zu vertreiben, wird kein leichtes sein. Angus MacLeod, der Bulle. Ja, also die heilige Reliquie und die Brüder, die Ordensbrüder um Bruder Jakob, den wir schon aus den vorherigen Kapiteln kennen, sollen wir retten. Die haben ihre heilige Reliquie da an der Nordküste und werden anscheinend von Wölfen umzingelt und eingekreist. Das Vogelfreienlager sollen wir zerstören und Sir Grey vor der Belagerung des Bullen retten und schließlich diesen, den guten Angus MacLeod, töten. Und das ist wohl einer der ältesten Feinde des Landes im Norden. Und ja, das hört sich doch nach einigen anspruchsvollen Aufgaben an, aber ich denke, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Gescheitert sind wir, wenn unser Burke stirbt oder Sir Grey drauf geht, und ich würde sagen, machen Ihr wir müsst uns ein Vorratslager platzieren, mein Herr. Direkt mal an die Arbeit. Okay, oh, die Zeit läuft schon, da muss ich mich beeilen. Hier haben wir ein bisschen Stein, hier haben wir Wald, hier haben wir unsere Burg. Okay, das Vorratslager, pack jetzt Platziert mal hier so hin. Einen Kornspeicher, Sire. Ja, ein Verbündeter wird angegriffen. Ich muss ja hier erstmal reinkommen. So, dann machen wir hier schon mal ein paar Sägegrübchen hin. Was haben wir denn überhaupt? Unterkünfte, natürlich. Eure Beliebtheit steigt. Brauchen wir auch. Waffenkammer. Stell ich mal verkehrt rum hin, dann können die Schmiede schneller vom Vorratslager zur Waffenkammer gehen. Und apropos, ich habe hier schon gesehen, Pikenmachereien und Fallmachereien können wir schon machen. Und die baue ich auch direkt mal auf, denn natürlich ist es jetzt so, dass wir hier auf dem Weg des Krieges sind. Und für alle Aufgaben, die uns eben genannt wurden, brauchen wir auf jeden Fall militärische Streitkräfte. So, ich baue hier schon ganz viel und brauche erstmal ein paar Gehöfte. Kann ich ja mal hier unten so ein bisschen abseits hinsetzen vom Trubel unseres Dorfes. So, oh, können wir einen Markt aufstellen? Da habe ich gerade ein bisschen dumm gekauft. Den packe ich mal, ja, hier neben das Vorratslager, denn wir müssen natürlich auch unsere Essensversorgung bereitstellen, keine Frage. Das machen wir dann mal durch 1, 2, 3 Obstgärten und, Das passt da nicht hin, my lord. Ein paar Jägerstände würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Zack. Zack, 4 Jägerstände. Ja, das sollten erstmal so die Grundvoraussetzungen sein. Hoffe ich doch. Schweinezuchten können wir auch bauen. Eine Burgküche können wir auch bauen. Sir Edwin hat uns einige Truppen geschickt, mein Herr. Schön.
Das hat er ja auch versprochen. Ist das sein Ernst? Fünf Lanzenträger und fünf Bogenschützen? Das kann nicht Sir Edwins Ernst sein, Leute. Das sind so wenige Truppen. Scheiße. Scheiße. Und wir müssen hier das Vogelfreienlager zerstören. Und hier müssen irgendwo hier die Mönche vor den ganzen Wölfen hier, die hier rumlungern, befreien. Und dann schickt er uns fünf Bogenschütze und fünf Lanzenträger. Da hätte ich ihn lieber bei Sir, mit Sir William in der Burg von Lady Saren versauern lassen sollen, ey. Meine Fresse. Okay. Ein Gehöft könnten wir noch bauen. Oh, Schatzkammer ist natürlich auch eminent wichtig. Packe ich mal neben den Markt direkt. Können wir das da so ein bisschen organisieren. Und die Waffenindustrie will ich gerade auch noch mal ein wenig hochpushen. So. Ich würde sagen, als erstes nehmen wir uns... Streifen das Land, my Lord. Die Bauern sind besorgt. Ja, nehmen wir uns die Wölfe da oben vor. Die sind, glaube ich, noch am kritischsten. Bogenschützen, bereit machen. Deswegen könnt ihr schon mal hier oben hin. Also Zeit bis zur Belagerung von Sir Gray nimmt natürlich auch ab, aber ich denke, als erstes werde ich mich wirklich den Wölfen widmen müssen. So, hier passt kein Steinbruch mehr hin, oder? Das passt da nicht hin, mein Lord. Zu wenig Stein, das reicht dann nur für zwei Steinbrüche. Bauern werden von Krankheiten dahin gerafft. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Haben wir denn eine Apotheke? Eine Jauchegrube haben wir nur. Okay, die brauchen wir aber auf jeden Fall. Platziere ich am besten gleich mal zwei. Und Waffen kommen auch schön nach. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Aber Gold brauchen wir gerade ein bisschen. Okay, egal. Jetzt haben wir hier erstmal schon mal eine ganz gute Streitmacht versammelt. Wir sind eure Leute. In Bewegung. Die hier gleich schon mal die Wölfe attackieren können. Die Lanzenträger gehen vor, die Bogenschützen unterstützen aus der Distanz. Unsere Truppen werden angegriffen. Hallo? Das ist unklar, wie ich mich hier ausdrücke. Eure treuen Bogenschützen. So. Wir bewegen uns. Und Feuer an. Das sind immer so größere Wolfsherden. Kralle, die haben natürlich auch alle Namen, die Wölfe. Und da setzt direkt die dramatische Kampfmusik ein. So. Unsere Bögen werden singen. Ja, das will ich hoffen, dass sie singen werden. Gehen in Stellung. Da sind keine Wölfe, okay. Wölfe durchstreifen das Land, my Lord. Die Bauern sind besorgt. Ja, was soll ich da jetzt machen, dass die Bauern besorgt sind? Ich versuche ja schon, dem so gut wie möglich zur Dingsis zu kommen. Okay, wir brauchen Gold gerade mal. Muss ich mal ein bisschen Holz verkaufen. Ihr habt nicht genug Gold, Alter. Um diese Einheit auszubilden. So viel kostet mich das. Okay, dann sollten wir vielleicht mal... Na, noch können wir keine Steuern erheben. Na, egal, wir warten erstmal ein bisschen. Wann ist hier gerade... Ah, scheiße, da sind Wölfe. Okay, dann muss ich kurz umdisponieren. Ich verkaufe noch ein bisschen Gold, Holz natürlich. Waffen benötigt Zeit. Und drei Bogenschützen stelle ich jetzt mal da oben hin. Und die Vogelfreien machen mir irgendwie auch Sorgen. Ich glaube, ich werde hier erstmal einen schnieken Wall hinsetzen. Einen Steinwall. Leider reicht der Vorrat an Stein noch nicht ganz dafür, aber egal. Wir sind bereit. Die Männer sind guter Dinge. Bogenschützen. Meine Armee unterwegs. Lasse ich erstmal ein bisschen vorrücken. Armee natürlich in Anführungszeichen. Unsere Truppen werden angegriffen. Boah, die lassen die ganzen Wölfe durch, die Lanzenträger, ey. Die spacken echt. Speere hoch. Oh, und da nehmen meine Bogenschützen natürlich unnötig viel Schaden. Vorbereiten. So, feuern. Wie lautet die Mission? Die Mission lautet, alles killen, was sich euch nähert. So. Unsere Sehnen sind gewachsen. Da haben wir auch noch ein paar. Wölfe durchstreifen das Land, my Lord. Die Bauern sind besorgt. Ja. Ich versuche doch schon, so gut wie möglich meine Waffenindustrie hochzupushen. Das sieht man doch jetzt wirklich. Nice. Gebt uns nur ein Ziel. Augen auf, Männer. Ziehen los. Und weiterfeuern. So. Ich glaube, die Wölfe sind wir jetzt aber ganz schön am Dezimieren hier schon. Übrige Mönche, ja, komm. Es werden schon noch genug sein. Euer Zeichen, Sire? Kommt. Boah.
Diese Lanzenträger werden noch langsam wirklich weniger. Was? Scheiße. Scheiße. Genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Fuck. Davon sagt mir niemand was. Jetzt sagt mir jemand was davon, aber... Bogenschützen definitiv mal hier hoch. Ach, scheiße, unsere ganze Waffenindustrie kommt zum Erliegen. Bogenschützen? Das ist echt überhaupt nicht schön. Wir sind eure Leute. Scheiße, scheiße, scheiße. Knallt diese Typen doch ab. Ah, verdammt. Überhaupt nicht schön, was hier passiert. Okay, jetzt rücken die gerade wieder aus. Aber ich habe die Mauer nicht schnell genug fertiggestellt bekommen. Unschöne Angelegenheit, definitiv. Ja. Wölfe haben wir hier auch, die unser ganzes Vieh reißen. Na gut, aber einigermaßen halten wir die jetzt, glaube ich, im Schach. Mit unseren paar Bogenschützen. Okay, 64 Holz können wir mal wieder verkaufen. Unsere Bögen werden singen. Denn die Absicherung hier finde ich noch nicht perfekt, gut, ehrlich unsere gesagt. Unsere Bögen sind ungeduldig. So, was wollte ich jetzt noch machen? Na gut, die verpissen sich jetzt. Ah, da kommen die auch noch durch. Diese Dreckskerle, ey. So. Erstmal den Wall jetzt, ja, fast zu Ende ziehen. Wir haben noch zu wenig Stein einfach und wir hätten die da nicht durchlassen sollen. Da kommen wieder Wölfe. Aber ich mache jetzt erstmal hier oben weiter. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Auf die Plätze, Männer. Denn Bogenschützen, wir haben hier schon noch einige Wölfe. Und die müssen wir natürlich alle noch killen. Unsere Truppen werden angegriffen. Ist doch ganz klar. Boah, da auch noch welche. Also hier müssen wir ein bisschen was nachsenden. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Boah, wir brauchen echt Rekruten und, Wölfe durchstreifen das Land, my Lord. Die Bauern sind besorgt. Ja, kann ich was dafür, Wölfe, dass die... Das Land, my Lord. Ach. Die Bauern sind besorgt. Die haben unsere Steinbrüche zerstört, diese Penner. Deswegen bekommen wir auch keinen Stein mehr. Wie viele Wölfe das hier sind, ey. Und die Vogelfreien sind zurück. Diese hässlichen Penner, ey. Ja, ja, ja. Keine Veränderung. Das ist doch immer dasselbe mit diesem... Bastarden. Ihr habt nicht genug, Alter, wie viele da kommen. Scheiße, okay. Egal. Ich mache erstmal hier oben weiter. In Bewegung. Mit meinen 11 Bogenschützen, die immer das Feuer öffnen sollen. 11 Bogenschützen sind ja eigentlich nicht gerade wenige. Wo ist der Feind? Da war der Feind gerade. Tanzen vorwärts. Okay. Könnten auch mal hier die Länderei kaufen von unserer Ehre. Zack. Boah, wie viele und was die hier alles kaputt machen in unserem Dorf, die Vogelfreien. Shit. Und die Wölfe reißen unsere gesamte Bevölkerung, habe ich das Gefühl. Ja. Wir haben hier zwei Probleme gleichzeitig am Laufen, habe ich das Gefühl. Unsere Sehnen sind gewachsen. Egal. Wir haben jetzt hier noch zwei Horden Wölfe. Das sollte eigentlich gehen. Wir bewegen uns. So, da kommen sie auch schon. Die erste Horde an Wölfen. Gebt uns nur ein Ziel. Unsere Truppen werden Feuer eröffnen. Wie sieht es jetzt hier aus? Ja, haben wir jetzt einigermaßen unter Kontrolle. Einigermaßen aber auch nur. Okay, aber egal. Wir haben es gleich hier oben gepackt. Euer Zeichen, Sire. Dann geht's bergauf. Glaubt mir. Hier ist jetzt die letzte Horde Wölfe. Bogenschützen in Bewegung. So, Lanzenträger, greift da mal an. Bereit machen. Feuer. Sehr nice. Und jetzt müssten wir eigentlich die Mönche befreien können. Boah, was eine anstrengende Mission bisher schon. Also das ist nicht einfach hier. Unser Dorf müssen wir gleich auch wieder wirtschaftlich aufbauen, aber erstmal befreie ich die Mönche, bevor wir uns Sir Grey widmen und dem vogelfreien Lager. Bruder Jakob, seid unbesorgt. Ihr seid hiermit befreit. Oder? Also ich sehe keine Wölfe mehr.
eure treuen Bogenschützen. Vielleicht müssen wir bis ganz nach hinten durchrücken. Seid bedankt, Sir Steel. Wieder stehen wir in eurer Schuld. Die überlebenden Brüder würden ihr Leben für eure Sache lassen und wären stolz, an eurer Seite zu kämpfen. Das freut mich.